die Cold Rain Farm, die Cold Rain Farm. Hallo, liebe Freunde. Nein, wir haben Dings. Nein, Nemesis, ich will das nicht. John, ich will das nicht. Ich weigere mich, das zu wollen. Shit. Nemesis, das ja. heißt Zombies auf dem Feld. Ja. Nee, 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 warte. Oder? Nein, das ist nicht Nemesis, das ist Pinhead. Oh. Oh, okay. No. Weil wir haben ja Ketten. Wir haben nicht, stimmt, ich dachte gerade, weil ich eine Kiste gesehen habe, aber das ist der Würfel. Das heißt, wir müssen den Würfel machen, sonst werden die Ketten immer schlimmer, oder wie war yes, das? Yes, genau. Mhm. Okay. Und da ist er auch schon. Er hat uns gefunden. Gut, wenn er beschäftigt ist, gehe ich mal zum Würfel, weil ich glaube, das kriegt er mit, ne? Genau, der kriegt das mit und der muss dann quasi seinen Angriff so ein bisschen abbrechen. Ah, das hat jemand anders, okay. Okay, nice. Dann gehe ich wieder zum Chen. Also, ich habe ewig lang, einmal, glaube ich, habe ich bisher gegen Pinhead gespielt. Ewig lang nicht mehr. Also, ja, einmal zum ähnlich. Weil es, wie gesagt, genau, diese Ketten bauen sich dann nach und nach auf und die werden immer nerviger und fesseln dich dann an Ort und Stelle und du musst sie dann abschütteln und so. Und ich weiß nicht, was das war. Das war der Zorn des Pinheads. Achso, ah nein, das war unser Totem, unser Heiltotem. Ah, gut. Also ich sitze gerade an einem Gen neben der Schrotthütte. Ja, ich kann heilen. Ich kann holen. Ich kann sonst auch, weil ich habe Schnellheilung. Ah, ich bin ums Eck, das geht schon. Okay. Oh. Ah, der Würfel ist wieder da. Ja. Hol ich dich erstmal. Ja, komm mit. Okay, mein Gen ist gleich fertig. Also könnte sein, dass er dann auf uns aufmerksam, also auf mich aufmerksam wird. Mhm. Ja, ich würde die ja gern heilen, aber die rennt hier rum wie ein wildes Huhn. Okay. Sie möchte nicht geheilt werden. Achso, der Killer rennt hinter Bill hinterher. Dann gehe ich mal in Richtung des Würfels. Ja. Wir sind relativ in der Nähe. Wir können. Ah, super, die Chancen blockiert. Shit. Ah, Bill rennt hier auch herum. Egal, ich versuche trotzdem den Würfel mitzunehmen. Okay. Hm. Jetzt ist der Chen wieder frei. Okay. Sind sie leider direkt in der Nähe, aber ich habe den Würfel gemacht. Gut. So, Würfel ist dann. Das heißt, Bill hat noch ein bisschen Chancen, sich zu befreien. Ich gehe den jetzt in diesem Schlachthaus hier machen, den Gen. Also der Bill rennt hinten beim Totem. Rennt er mit dem Killer rum. Beim Hex-Totem. Gut. Mein Gen ist gleich fertig. Ja, sehr gut. Mensch, das könnte doch mal eine sehr schöne Runde werden. Der Bill scheint ihn lange irgendwie... Was hat denn der Bill da? Was ist das? Ist ja wie von einer... Hä? Hat Pinhead irgendein Dings, dass er den über Zeit dann irgendwie niederrafft? Ich mich auch schon gewundert. Jetzt ist er down. Der Chain ist auch blockiert. Och, das ist so ein nerviger Perk. Er lässt ihn aber liegen erstmal. Ja. Aber ich will jetzt nicht vom Gen weg, falls er jetzt auch blockiert wird. Ah, hä? What? Okay, Bill ist aufgestanden. Der ist fast fertig. Bill ist aufgestanden, er hatte seinen Perk mit dabei. Bill Skill. Nice Bill. Okay, Gen ist wieder frei. Der ist zu 70%. Pinhead ist irgendwo bei mir in der Nähe. Huhuhu, hier kommt. Okay, er rennt mir hinterher. Ah, Ketten! Zu viele Ketten! Ich mach gleich den Würfel. Oh, ja, ja, ja. In der Nähe. Gerade noch den Gen fertig. Oh, diese nervigen Ketten, ey. So. Sehr gut. Vorsicht, ich renn hier. Also in der Hütte steht, in der Schweineschlachthütte. Oh, shit, shit. Oh Gott, komm. Ich geh zum Würfel. Nein, hör auf mit deinen Ketten, das nervt. Das ist so gemein. Sehr gut, sehr schön. Ah, komm.
Okay, in der Schlachthütte, wie gesagt, ist ein Gen fast fertig. Okay. Oh, da ist auch fast einer fertig. Ja, nice. 80%. Vorsicht, ich renne jetzt hier mit dem Killer rum. Come on, Righty! Ready! Sehr gut. Oh, das werde ich bezahlen. Das werde ich bezahlen. Oh Gott, er ist bei dir. Okay, okay, okay. Ich renne zu meinem Gen und versuche den weiterzumachen, weil, wie gesagt, der ist. Ah, ich hasse dieses Ketten. Lass los. Nein, er ist blockiert. Autsch. Naja, immerhin. Nur noch ein Gen. So, ich muss jetzt auch selbst genesen. Ich weiß nie, wie gesagt, nicht, was mich jetzt da. Aber ist egal. Ich mache jetzt Selbstgenesung hier und dann heile ich mich innerhalb des Totems auch selber. Okay, macht ruhig erstmal einen Gen fertig. Lass ja, meiner war blockiert. Der fast fertig ist, war leider blockiert. Aber die Yui oder wer das ist jetzt dran. Gut. Ach, nice. Nice, gut. Da ist ein Ausgang und hinter mir. Okay, ich komme zu dir. Ja, ich habe noch ein bisschen Herzklopfen. Er ist noch bei mir. Er rennt im Feld rum. Ja, ich sehe ihn. Egal, ich habe... Nee, ich habe keine geliehene Zeit, okay. Ah, weit ist da, okay. Okay. Ich mach Bodyblock. Uhuhu. Okay, einfach geradeaus und dann ein bisschen nach links. Mhm. Da hinten, wo es Totem steht, sollte der Ausgang sein. Okay. Vorsicht, er kommt. Vorsicht, ja. Ich bin nicht schneller. Ich bin nicht schneller. Ah. Es ist so unfassbar. Ich bin nicht schneller. Ja. Aber ich bin in der Nähe. Oh Gott, geh weg. Jetzt kein Drama zum Schluss. Ich bin in der Nähe, also. Oh fuck! Die blöden Ketten. Warte, ich versuche mal ein bisschen wegzukommen. Und dann. Ich versuche eine Runde zu rennen. Oh, das ist schlecht. Versuche ihn wegzuholen. Ah, es ist schwierig. Ja. Kriegen wir schon hin. Wenn einer geliehene Zeit hätte, wäre es halt sexy. Okay, da kommt. Nicht zu viel riskieren. Shit. Ach komm. Oh Gott. Komm. Bin da. Oh. Ja gut. Rennt raus. Nicht schlimm. Erhol dich. Wir sind noch, glaube ich, in. Bill, komm doch her und helf mit heilen! Bill! Wieso geht er denn nur das Totem nochmal neu an? Das bringt's ja jetzt nicht. Okay, renn raus. Renn raus. Vorsicht, nicht so nah bei dem. Mhm. Ja, renn! Ja, geht. Oh, nice! Oh, schön. Nice, Mann. Oh, das Drama nochmal abgewehrt. Der Bill erstmal so, ach komm, ich mach mir nochmal das Totem, damit ich ein bisschen schneller heile. Ja, braucht man jetzt auch, genau. Ich hab mir so, nein, tu das doch nicht. Oh Gott, das war so knapp, ey. GG. Das war so knapp. Barbecue und Chili hatte er. Sackgasse, den Kill hab ich noch nie gesehen. Aber das war richtig. Ich finde es auch cool, dass man seinen Ketten auch noch ausweichen kann, wenn man sieht, wo die gespawnt sind. Dass man nicht zwangsweise von denen getroffen Stimmt, wird. Ja. Aber trotzdem geil. Okay, ab in die nächste Runde. Yay. So, nein. Wieso der She-Wat? Oh nein, wir haben Freddy. Ja, wir ich hab seine Lache gehört. Freddy, ich hab's an dem blöden Ding hier gesehen. Ich sehe Wecker. Ja, ich sehe nämlich auch Wecker. Das ist schlecht. Also mein Gen ist blockiert. Das ist schlecht. Okay. Und ich höre schon seine Mucke.
Das ist schlecht. Ich glaube, er ist im großen Haus. Gut, ich bin bei der Dings Bruchbude hinten. Aber Freddy haben es ja auch überarbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt funktioniert. Also ich hatte Freddy mal irgendwann gespielt, da hatten sie ihn das erste Mal irgendwie überarbeitet. Da fand ich den echt cool zum Spielen. Wie es mittlerweile ist, weiß ich leider absolut nicht. Kann es sein? Nee, wir starten direkt im Traum, ne? Ach, stimmt. Ich habe mich gerade gefragt. Aber das ist nicht normal, ne? Nee, ich glaube, das ist eine Opfergabe, die er mitbringt. Dass die Überlebenden direkt im Traum starten. Ich habe mich gerade so gewundert. Aber wenn das ein Traum ist, dann werde ich nicht wach. Hm. Ja, weil du dein Dings. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade extra einen Fail-Check gemacht. Du musst auf jeden Fall deinen Wecker aktivieren. Ja, aber früher ging das auch mit Skill-Check vermasseln, ne? Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. So, jetzt bin ich wach. Okay. Ja, same, bin wach. Okay. So, er hat auf jeden Fall diese Pfützen für den Boden mit. Boah, aber der Kreis geht ja super schnell. Ja, ich sehe es auch gerade. Das lohnt sich ja überhaupt nicht aufzuwachen. Wir sind ja richtig übermüdet hier. Ja, Elternlife, ne? Elternlife. Ja. Das ist bei uns Normalzustand, aber what the heck? Also er hat auf jeden Fall richtig krasse Opfer, also für sich. Diese mit. Ach nee. Jetzt kommt erst der Timer. Okay, was war das davor? Keine Ahnung, vielleicht war man immun oder... Das kann sein. Oder vielleicht war man da besonders wach, so koffeinschubmäßig so. Genau. Okay, einer ist jetzt auf jeden Fall schon... Nullum Bellum ist jetzt auf jeden Fall schon mal... Im Schlummerland. Ja, und... Oh Gott, der Gen explodiert, wenn er aufgehangen wird. Er wird sofort gerettet, wie ich sehe. Ja, Freddy ist bei mir. Okay. Hahaha, hat mich gesehen. Schade. Schade! Also, Jen explodiert, wenn jemand aufgehangen wird. Ist schon mal kacke. Wir ziehen den Channel jetzt noch schnell durch. Ich wollte gerade noch, aber nein. Ich wollte auch nicht nach hinten gucken. Ich wollte mir das Alien gar nicht ansehen, was da hinter mir herrennt. Okay, ich sehe euch am Gin. Komm. Er bringt mich, glaube ich, hier in den Keller, wenn es hier... Yes. Nee. Okay, doch nicht Keller. Okay, so, ich bin jetzt aber wach. Also gut. Haken hängen ist immer noch wake me up und so. Ich bin noch, ich schlafe noch. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ah doch, er kommt direkt, Vorsicht auf, da. Eine läuft ihm quasi direkt in die Arme gerade und ja. Merkt es nicht. Okay. Okay. Ich muss wach werden. Dann komm am besten zu mir. Ich bin noch wach, ich kann dich retten. Kann man sich noch wachklatschen, so wie ja, früher, ich denke schon. Ja. Ah ja. So, du könntest mich vielleicht dann auch heilen. Na klar. Danke. Also, einen Gen haben wir geschafft. Ich bin stolz auf uns. Oder zwei? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich glaube einen. Was ist der? Nee, er kommt noch nicht in unsere Richtung. Na gut, der wird wahrscheinlich retten. Ja. Oder schafft das nicht? Ja, ich kann mal hin. Okay. Hab sie. Sehr gut. Und bin wieder am Schlummern. Komm mal her, Mädchen. Ich habe Schnellheilung. Ich habe wirklich faster than light Heilung. Warte doch! Stopp jetzt! Lass dich doch erstmal heilen! Ups. Ich hab Speedy Gonzales Heal. So.
Dankeschön. Sie weckt mich auf. Und ich gehe mal runterholen. Okay, ich gehe mal ins Haus. Alle bisher am selben Haken. Wurden alle bisher, alle Boys und Girls am selben Haken aufgehangen. Stimmt. So. Okay. Er kommt. Ja. Er kommt ins Haupthaus. Okay, dann gehe ich mal. Tschüss. So, ich bin jetzt hier mit dem Adam unterwegs. Und wir setzen uns jetzt an einen Gen in der Nähe von einem. Berg, Hügel, whatever. Mhm. Okay. Er hat mich geschlagen, aber geht sofort wieder weg. Okay. Wahrscheinlich schreibt es ihm, dass ich schlafe. Ja, ja, er rannte gerade eben hinter dem Smash und dahinter der anderen Filmen hinterher. Mhm. So, warte mal, weck mich mal. Wecken, wecken, wecken. Okay, er will nicht wecken, okay. Dann nicht! Ich dachte, das wäre eine coole Taktik, wenn er mich jetzt weckt, bevor er einschläft und ich ihn dann wecke, aber... Hallo. Ich habe sogar noch Speedo-Hilo. Sehr gut. Können wir uns alle drei hier schnell in den Gen setzen? Und noch, könnt ihr mich noch wecken? Achso, nee, wir sind selber am Schlafen. Alle schlafen. Achso. Okay. Was ist denn los? Junge, wir können dich nicht wecken. Adam, das geht nicht. Okay, hier in der Schrotthütte ist auf jeden Fall nichts. Mhm. Aber er kommt. Mal kurz zum Spinn chillen. Ah, er ist da. Okay. Okay, er folgt dem Adam. Ich bin im Haupthaus. Mhm. An dem Gen. Puh. Okay. Dann gehe ich mal schnell zum Wecker. Ah. Adam ist down. Tot. Ich habe zwar gar nicht mitbekommen, dass der zweimal hing, aber ja. Das oh, shit, der ist bei mir. Okay, ich gehe ihn einfach schnell in Gen machen. Er kam durch die Gen. Der gute alte Freddy, der kommt durch die Gens. Aua. Halte durch, John. Es sind nur noch drei Not Generatoren. Das geht. Aber immerhin, du hinkst ja noch nicht, das ist der Vorteil. Genau. Haben wir ein bisschen Spaß im Haus. Ah ja, sehr schön. Und nochmal rein. Sehr schön, immer schön Paletten mit dem Wirf hin, was geht. Ich bin bei meinem Gen gleich bei der Hälfte. Ich denke, die andere sitzt auch noch irgendwo an irgendeinem Gen. Okay, er lässt mich liegen. Okay. Oder? Nee, doch nicht. Sag mal, wenn du kurz vorm Haken wirklich bist. Okay. Ich schätze mal, muss erst aus dem Haus raus. Weil dann gehe ich vom Gen weg. Ja, Haken, Haken, Haken. Danke. Sonst wäre der nämlich wieder explodiert, das Kackteil. Oh, nicht. Nein, was tust du? Warte doch. Oh, oh Gott. Okay, jetzt wird's lustig. Das war so doof. Also ich bin hinten in der geraden Linie ganz einmal durch. Hinten in so einer Schlucht hier hinten, wo ganz viel von diesen... Oh Gott. Wieso seid ihr noch hier? Ah, ich glaube, ich habe dich gesehen. Ha! Wieso ist er denn jetzt auf einmal hier? Ich dachte, er wäre bei ihr. Ich bin verwirrt. Oh Gott. Vorsicht. Er ist bei mir, ja. Er lässt wieder ab von mir. Ja. Ich bin hier auch noch in der Nähe. Mhm. Ich versuche mich gerade erstmal zu heilen. Okay, ich habe das mega Lack, weil er mich nicht sieht. Er ist blind, genauso wie ich. Weil ich habe ihn auch eine ganze Weile nicht gesehen, dann sehe ich so, wie er da hinten an mir vorbeiläuft. Ich so, okay, cool. Okay. So, ich bin wieder bereit und gehe da hinten nochmal an meinen Gen.
Der Wecker geht nicht, Mist. Kackwecker. So, ich sitze dran. Okay. Ich würde schätzen, so 70% sind gemacht. Aber danach brauchen wir immer noch zwei. Es ist eine Freude. Ja, es zieht sich. Ja. Aber solange er die Smash da verfolgt, das, könnte das gehen. Ja. So, jetzt bitte nicht explodieren, bevor ich fertig bin. Sonst weine ich. Yes, nice. Okay, hab ihn. Sehr gut. Mach hier direkt noch ein Totem. Sicher ist sicher. Ich habe sowieso keine Ahnung, was der für Perks gerade dabei haben könnte. Irgendwie. Weiß ich nicht. So, du bist da hinten. Ja, ich kann gleich hingehen. Ich muss hingehen. Ah ja, nimmt schon wieder den Teleport vom Jen. Okay. Hat mich aber nicht gesehen, glaube ich. Nein, aber er rennt auch dahin, wo sie hängt. Also ich komme auch am besten, weil sonst... Ja. Ah, er kommt zu mir, zu meinem Jen. Hat sich hierher geportet. Okay, du kannst sie holen gehen. Mhm, okay. Ich versuche ihn ein bisschen abzulenken mit allen möglichen Gens, die ich hier mache. Mit. Ist jetzt in der Nähe des Haupthauses. Kommt jetzt, glaube ich, zu euch. Okay. Ist jetzt alles ruhig. Heilt sie schnell und dann nächster Chen. So, ich sitze auch am nächsten. Ich habe halt gar keine Zeit, mich jetzt irgendwie noch aufwecken zu gehen, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil das verschwendet dann einfach nur Zeit, die du stattdessen in den Gen stecken könntest. Er ist wieder hier bei mir. Macht hier den Gen kaputt. Okay. Ah, ich glaube, das seid ihr. Ja, er ist wieder auf dem Weg zum Haupthaus. Okay. Jetzt wieder vom Haupthaus weg. Ich glaube, die Gens stehen gerade echt bescheiden. Ich glaube, der kann die gerade zu leicht absuchen, alle. Weil, ja, die stehen alle ein bisschen blöd. Stimmt. Ah, wir sind, glaube ich, am selben Gen gerade, du und ich. Mhm. Okay. Ja, jetzt müssen wir es rausholen. Wenn Smash wegläuft, müssen wir jetzt die Gens noch machen. Ja, zieh mal durch. Die sind halt blöd, weil einer steht im Haupthaus, der andere, wenn ich direkt neben dem Haupthaus, aber auch hier auf einer Sichtlinie und der ganz andere da hinten irgendwo noch im Gebüsch. Stehen alle hier leider in diesem Spielfeld. Es wird kritisch. Ja, es wird wirklich schwierig. Aber den kriegen wir. Naja, den kriegen wir auf jeden Fall. Gehen wir dann zu dem im Haupthaus oder einen draußen? Was sagst du? Ich glaube, draußen wäre besser, oder? Ja, ist ja. Dann vielleicht den da hinten. Oder läuft der da hinten? Wow. Ja, oh, ich hasse diese Pfützen auf dem Boden, ey. Boah, ich gehe mich mal kurz wecken. Ja. Oh, hier ist auch direkt eine Pfütze neben dem Gen. So. Da ist ja auch ein Ja, er hat sie angehakt. Das ist super toll. Ah! Pass. Okay, sie ist auf jeden Fall down. Okay. Ja, jetzt haben wir ein Problem, weil es gibt nur noch drei Gens und die sind alle hier hinten. Also, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Er hat mich gesehen. Okay. Ich gehe ins Haupthaus. Ich versuche den irgendwie zu machen. Okay. Mal aber schauen. Der ist auch komplett runter. Also, wenn du ungefähr so eine halbe Stunde durchhalten kannst, dann wird das was. Na dann. Das kommt, so viel verlangt ist das jetzt nicht. Eieiei. Okay, ich gehe mal direkt vom Gen weg und weck mich mal auf und dann komme ich zu dir. So. So, ich gehe ein großes Hühnchen. Mhm. Ah, es ist furchtbar. Ist das furchtbar, ey. So, von Freddy ist hier nichts zu sehen. Ah, ich habe Herzschlag. Ich hatte Herzschlag. Ich glaube, er ist in der Hütte.
können versuchen, dich instant zu heilen. Weil okay. Ich habe schnell Heilung, aber... Doch, sollte sich ausgehen. Er kommt. Ja, geht sich aus. Ja. Geht sich aus! Oh Gott! Geht sich aus! Okay, okay. Wuhu! Okay, er läuft mir hinterher. Ich versuche jetzt mal... Bleib du da hinten in der Spielhälfte, versuch da mal irgendwie was zu reißen. Ich bleib mal hier in der Spielhälfte und versuche hier wegzukommen. Gut, dann gehen wir zu dem Chen hier. Der ist noch gar nicht angefangen. Na gut, aber er ist schön abgelegen. Ja. Wie gesagt, bis du Zeit hast. Nein, fuck, er ist nicht drauf reingefallen! Ich hatte gehofft, er fällt drauf rein, dass ich über die Palette gehe. Warum bist du das nicht? Egal, egal, mach erstmal den Gen. Vorsicht, ich werde direkt angehakt, also weg vom Gen. Oh, okay. Obwohl, er sucht noch einen anderen Haken. Komm schon, wenn ich jetzt noch zweimal mehr getroffen hätte, wäre ich... Nein! Es war nur noch ein Fähigkeitscheck, damit ich entkommen wäre. Ein einziger. Ich glaube das nicht. Shit, er kommt genau in meine Richtung. Ja, er hat ja jetzt echt nicht mehr so viel zur Auswahl. Ich meine, es sind wirklich nur noch die drei hier hinten. No, das war's. Ja, ansonsten komm einfach her, hol mich runter oder versuch's. Weil vier machen können wir jetzt eh nicht mehr. Oh, jetzt hänge ich hier voll dran. Nee, schaffe ich nicht, oder? Doch, gerade so! Wir laufen! Wir können das noch schaffen! Oh Gott, ich habe mich verirrt! Verdammte Axt! Oh no! Ja, aber ich glaube, ich komme auch nicht weit, to be honest. Also, nope. Feng Min kommt nicht weit. Oh, da ist Feng Min ausgewichen. Das hat er nicht kommen sehen. Ich übrigens auch nicht. Nein, da hatte ich Mikroleck und ich bin zu langsam. Okay, dann gut. Krabbel hier weg. Findest mich nicht. Na gut, er hat mich doch gefunden. Okay, krabbel mal irgendwo anders hin und such mal nach dem potenziellen Falltür-Ding. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, komm. Das Ding spawnt jetzt hier. Ich gönne dir das Glück. Schade. Es wäre nur noch ein Gen gewesen, aber es war einfach alles leider zu nah. Wenn es weiter weg gewesen wäre, in unterschiedlichen Spielhälften, hätten wir es, glaube ich, geschafft. Das stimmt. Aber ich leider. Höre nichts. Schade. Krabbel. Du brauchst ganz dringend Adrenalin, weil dann könntest du wenigstens noch einmal aufstehen, wenn er jetzt falsche zuschlägt. Ja. Ach, schade. Ja. Vielleicht macht er dir einen Ausgang auf. Kannst ja mal da hinten zum Ausgang krabbeln, weil der bleibt ja eh nicht viel übrig. Ja. Vielleicht denkt er sich so, okay, weißt du, der hat kein Adrenalin dabei, okay, mach jetzt einfach mal Ausgang auf. YOLO! Komm, Killer, wenn du spannend haben willst. Du schaffst es, John, du kannst auch bis zum Ausgang kommen. So nah und doch so fern. Ja. Aber tatsächlich wäre das jetzt, glaube ich, eine geile Situation. Hättest du Adrenalin gehabt, hättest du es vielleicht schaffen können, den Ausgang aufzumachen, weil die sind relativ gucken, weit voneinander entfernt. Ob ich das mit dir habe. Hm. Komm, mach den Ausgang auf. Hallo. Mach den Ausgang auf. Haben Sie Mitleid mit mir? Oh, vielleicht hat er ja. Oh, das ist ja voll süß. Oh, er lässt sich sogar raus. Oder auch nicht. Ah, das ist ja voll lieb. Oh, das ist ja so süß. Ich weiß gar nicht, kann er eigentlich, nachdem er die Falltür zugepackt hat, kann er dann trotzdem die Ausgangstore öffnen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Das ist ja nett von ihm. Ja, Hauptsache dir nochmal ein paar Fallen in den Weg legen. Da musst du dann noch gleich durchrennen einmal. Natürlich, natürlich. Ein paar Punkte schenken noch. Und jetzt haut er dich um, ey. Hier. Bitte schön, danke schön. Hauptsache durch jede Falle einmal durch. Bitte schön. Da hinten noch. Diese Fallen, ey, sind so hässlich. Okay. So, danke, tschüss. Ah, oh, immerhin, der war voll nett. Süß. Ja, mega cute.
Das war wirklich mega nett. Das hätte er nicht machen müssen, aber er hat es trotzdem gemacht. Dark Guld, du hast sehr nett gespielt. Er hätte sogar Blutwächter dabei gehabt, ne? Das wäre richtig eklig noch geworden. Aber ja, nee, das war sehr, sehr nett. Cool. Alles klaro. Okay. Dann, liebe Freunde, wir machen auch an dieser Stelle, ich weiß, nur zwei Runden pro Folge ist ein bisschen wenig, aber ich glaube, von der Länge her ist das ein bisschen angenehmer, als immer eine Stunde reinzuballern. Deswegen sehen wir uns dann in der neuen Folge. Nächste Woche machen John und ich dann wahrscheinlich etwas anderes. Vielleicht nicht Dead by Daylight, aber mal schauen, lasst euch überraschen. Und danke, John, dass du mitgespielt hast. Und gerne wir sehen doch. Uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, sagen wir. Bye, bye. Tschüss.